Dieser jemand war der Allgemeine Deutsche Automobilclub, besser bekannt als ADAC. Der ist aber nicht nur Lobbyist für die Autofahrer, sondern auch für Fußgänger. Die Medien waren in die Grundschule am Umfassungsweg eingeladen, denn es sollten die ersten Sicherheitswesten für Erstklässler übergeben werden. Ein Liedchen zur Verkehrssicherheit machte den Auftakt, dann wurden die Westen übergeben. Die Westen kommen im Übrigen aus chinesischer Produktion. In Deutschland, so zumindest Reinhard Mannlick, gäbe es keine so großen Produktionskapazitäten mehr, um solche Mengen an Sicherheitswesten produzieren zu können. 760.000 Stück waren es insgesamt und alle verpackt in einer schön knisternden Tüte. Die hatte zunächst erst einmal deutlich mehr Unterhaltungswert als die Ansprachen des Postvertreters, denn eigentlich wollten die Kinder die neuen Überzieher so schnell wie möglich anziehen. Wir haben uns gesagt, das ist natürlich eigentlich beim Schulanfang der falsche Zeitpunkt. Im August ist es noch nicht dunkel. Deswegen haben wir uns entschieden, wenn überhaupt richtige Westen verteilt werden sollen, dann machen wir das bundesweit. Und so sind wir auf 760.000 Westen gekommen, die an allen Grundschulen für die Erstklässler zu Beginn der dunklen Jahreszeit, also jetzt Anfang Oktober, verteilt werden. Das war eine Riesenaktion, erstmalig auch für uns ein großes logistisches Problem. Wir machen das zusammen mit der Post, die die Verteilaktion durchführt, und mit 3M, die die Sicherheitswesten zum Teil produziert haben, und der Aktion Ein Herz für Kinder der Bild-Zeitung. Zum Schluss noch ein schönes Gruppenbild mit Funktionären und die Bitte an alle Kraftfahrer, doch auf die kleinen Verkehrsdetektive zu achten, damit ihnen in der dunklen Jahreszeit nichts Schlimmes passiert. Und was sagen die Kinder dazu?